Moin Moin bei Padauz, bin Nico und spiele Xenoblade Chronicles 2, Part Nummer, ich weiß es nicht, 16, 17 oder sowas. Ich bin in den Lefterischen Inseln, Baldotas, und hatte letztes Mal die Wahl, ob ich rechts oder links lang gehe. Und rechts hieß es, sei der schwierigere Weg. Und deswegen gehen wir da jetzt einfach mal lang. Moin Moin! Und im Stream sage ich nochmal Hallo an Felix und Hallo an Lüdke. Hallo ihr beiden. Und an jenen natürlich, der vielleicht noch da ist. So, jetzt gucke ich mal. Ja, das ist zumindest vom Level her 43. Hart, aber eventuell machbar, wenn man sich gut anstellt. Ich meine, ich bin jetzt Level 37, 39. Ah, da oben ist ein Fliffy. Dann wir noch 42er. Oh, ich glaube, das will ich machen. Einfach mal ein paar ordentlich Gegner. Warte, wer greift mich da jetzt an? Ah, der Provodra. Oh Gott, ich habe ja direkt ordentlich Schaden bekommen. Healing, Healing, Healing. Oh Gott. Braucht die Heilung, braucht die Heilung, da ist die Heilung. Eieieiei. Hallo Susanne, grüß dich. Ich krieg ein bisschen aufs Maul, Susanne. Gib mir die Heilung. Sind wir raus? Da liegt sie. Oh, lass mich durch, lass mich durch. Ah, das hat leider hat mich noch so ein kleiner hier angegriffen. Da, habe ich sie. Ja, aber der Segelgegner ist ja auch bald tot. Okay. Flächenbrand. Muss ich halt ein paar Skills hier mal reinknallen. Auch schnelle Welle. Fuck. Das ist ganz schrecklich. Das ist ganz schrecklich. Ich bin tot. Gestorben. Ich bin wieder enttotet. So. Und jetzt die höchste Stufe. Flammexplosion. Yes. Drücken. Oh ja, 16.000. Oh, der hat aber gute Erfahrung gebracht. Genug, um den aufzuheben. Doch jetzt. Komm schon, Tora. Weil hier sind die Gegner vielleicht schwerer, aber ich muss weniger Kämpfe machen, um dann genügend Erfahrung zu kriegen. Außerdem ist es ja auch mal cool, eine Herausforderung zu haben. Ja, doof, dass Morak jetzt halt am Boden liegt. Aber das kriegen wir schon irgendwie geregelt. Machen wir hier den Stufe 1 Angriff. Ah, guck mal, er kann direkt mit Steinschlag hinterher semmeln. So, Feuerstufe 2 müsste ich jetzt machen. Ich weiß nicht, ob ich die rechtzeitig erreiche. Glaub fast nicht. Oh, ich kann Morak beleben. Ja, vielleicht können die Stimmen dann noch einen lauter, oder? So. Okay, er schwankt. Können wir gleich umwerfen. Genau, und jetzt könnte ich ihn nochmal schleudern. Da. Schleudern, Hitzeschub. Oh, was liegt da? Achso, das sah gerade so regenbogenfarben aus. Aber es waren einfach nur drei Sachen übereinander. Uff. Ja, das war ja anstrengend. Wird immer gemein, wenn die sich so zusammenrotten. Oh Gott. Nee. Nee, das machen wir nicht. Heißt das Icon da eigentlich Schnellreisepunkt? Ja, ne? Sieht es hier aus, map-technisch. Da hinten kann ich tauchen. Oh Gott. Also immer so eins, zwei Gegner vielleicht, aber drei. Ich hört schon auf. Ein Silberzylinder erstmal. Oh Gott. Bei den letzten Dingern war es immer einfach nur A drücken und jetzt musste ich wechseln. Wie viel Zeit auch vergangen ist. Ausbeute! Was haben wir denn Schönes? Achso, ja, ich bin ein bisschen unzufrieden mit dem Sound. Ich glaube, ich will die Stimmen hier einmal nochmal lauter haben. Wenigstens so.
So. Ja. Treasure acquired. Mal hoffen, ob das besser ist. Ja gut, ob das jetzt gute Gegenstände waren, kann ich nicht so richtig sagen. Ich mal probiere. Ja, komm. Ja, die Gesichter sehen ein bisschen gruselig aus von denen. Oh, er schwankt. Dann werfe ich ihn gleich um. Kurz nochmal warten. Jetzt. Er ist leider nur so kurz umgeworfen, deswegen kann ich da nicht so richtig rankommen wollen. Aber doch, so, die schaffen die beiden. Oh, ich dachte gerade, von hinten käme irgendwie nochmal ein anderer Gegner, aber es war mein Buchblöd. Oh nein. Ah, jetzt habe ich noch so ein Flugvieh getriggert. Das ist nicht gut. Nee, hau ich ab. War das eine gute Idee? Nee, schaffe ich nicht, ne? Nee. Das ist... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was will er denn hier? Warte mal, was geht hier? Da gibt es auch irgendwo einen Geheimweg, wo man eine Rutsche runterrutschen und dann einen richtigen Moment abspringen muss. Eine Rutsche? Führt ihr mich dann auf so eine Insel? Na komm, erstmal. Den Krabberich schaffe ich. Umwerfen. Okay, ich werde keinen Flächenbrand machen können. Das muss ich niemand anders machen. Oh, warte. Schleudern wir den noch hoch. Yes. Da habe ich jetzt extra eine andere Klinge reingenommen, damit ich nach umgeworfen hochschleudern kann. Das war die einzige Waffe, mit der ich das irgendwie kann. Vor einer der Inseln. Ach komm. Angriffskette, wenn die schon mal voll ist. Ja, geht, ne? War schon mal stärker gesehen. Ich weiß nicht, ob ich schnell genug einen Windangriff ready krieg. Aber könnte klappen, aber wahrscheinlich stirbt er sogar vorher. Oh yes, hab's noch geschafft, gerade so. Nach Schleudern gibt's noch Schmettern für maximalen Schaden. Muss mal gucken, wer das kann. So, das war... So, hier ist ein Umwerfen dabei. Kann ich selber noch... Mit der Waffe kann ich nur schleudern. Ich guck mal, ob hier irgendeiner schmettern. Okay, wenn ich jetzt Zwillingssensen hätte, dann könnte er auf jeden Fall schmettern. Gucken wir mal, wie es bei ihm ist. Na, er kann nur umwerfen. Schmettern. Er kann schmettern mit dem verbeulten Schild.
Tatsächlich. Dann müsst ihr das mal machen. Der Sack. Oh, könnte ich jetzt natürlich auch... Guck mal, ich verbessere das sogar einmal. Die Technik. Frage, diese Rutsche, kann man die sehen? Die mich auf irgendeine Insel bringen soll. Oh, guck mal, da müsste ich ja auch irgendwie rüber. Wie soll denn das gehen? Verstehe ich noch nicht. Oh Gott, oh Gott. Oh nein, 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 das machen wir nicht, das machen wir nicht. Ich gehe erstmal rüber. Guck mich später nochmal genauer um, aber im Stream würde ich auch ein bisschen vorankommen. Aber ja, doch, der Weg ist bisher ist in Ordnung. Aber ist das dein Ernst? Oh Gott, da ist ein Fliffy. Ah, ist ja so fliegt, das ist ein bisschen fies. Also auf jeden Fall Vulkan machen und nicht Gaias Faust, weil ich habe kein Donner-Element dabei. Oh, meine Söldnertruppe ist zurück. Das ist schon mal gut. Oh yes. So popular, it'll be unreal. Es gab Streiter für das gute 4. Nee, ich weiß nicht mehr genau, wo das war. Ich muss mal eben gucken. So was ganz Bestimmtes. Beschattung, genau. Ihr müsst die Observation einer seit kurzem in von Samyma gesichteten verdächtigen Gruppierung übernehmen und das ist eine spezielle Asami-Quest. Das heißt, da muss ich auch Asami hinschicken. Ja, kurz, da muss ich sie kurz lösen. Und sie hatte halt auch alles am Stissel, was man braucht. Dann schicke ich jetzt nur noch die anderen, damit die mit leveln. So. Name der Einheit: Schattenmarionetten. Yes! Gib ihn! Okay. Frag mich nur, wie lange das jetzt dauert. Weiß gar nicht, wo ich eigentlich hingehe. Warte mal. Sieht denn das hier so aus? Oh ja. Ja, erstmal einmal ein bisschen umgucken, bisschen die Map freischalten und dann zur Hauptstory gehen. Dann lassen sich die Nebenquests nämlich auch ein bisschen leichter machen. Was ist das da hinten? Oh Gott. Traumtrümmerinseln. Ach, es sind einfach nur Blumen. Ich dachte, dieses Helle ist irgendwas Besonderes. Nee. Oh, den will ich probieren. Nur einer? Ne, zwei. Ah, zwei schaffe ich nicht. Zwei ist scheiße. Oh Gott. Oh Gott. Ich will nur einen machen. Und da an diesem Schneckenteil war auch gerade irgendein komisches Vieh drin. Oh Gott. Da ist es. Was ist das? Das mache ich.
Stufe 44. Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Ja, ich gespürt. Ja, komm, machen wir schon mal einen Hitzeschub. Rückangriff. Schön, wenn jemand den mal hier ins Schleudern bringt, oder? Wie heißt das? Schwanken. Och man, ich hab schon wieder die Aufmerksamkeit von unserem Lörres auf mich gezogen. Das ist nicht in Ordnung. So, gib mir jetzt eine Heilung. Probieren wir es mal, vielleicht haben wir Glück. Oh Gott, wie das? Ah, zu spät. Zu spät, der Gang, der Schleuder war. Ah, ich bin tot. Uiuiuiui. Aber noch nicht tot, tot. Oh, Morak liegt am Boden. Ich muss ihn mal heilen. So, komm. Jetzt müssen wir erstmal Feuer machen, ne? Ja. Der das jetzt ausgelöst. Ja, komm. Oh Gott. Steh auf! Flosse der Furcht. Oh, Windsturm. Schade, schade. Okay, also einen würde ich schaffen. Aber zwei nicht. Die kriegt man immer nur im Doppelpack. Ja, scheiß. Das ist fies. Ah, oh, er sieht so einsam aus. Gerade sieht es nicht so aus, als wäre da noch einer. Umwerfen. Ich will halt einfach mal so einen höher leveligen Tod sehen. Oh nee, das ist schon wieder ein zweiter, ha? Ach, das ist doch ein Kack. Nee, dann will ich nicht mehr, dann lass mich doch in Ruhe. Das ist gut. Oh Gott. Was ist das? Das hier? Ein Ei? Oh Gott. Nicht wissen, was das für ein Ei ist? Was ist das denn? Uff. Versteck mich hier drin, beim Ei. Oh Gott, das ist nicht gut, nicht gut, nicht gut. Was ist das für ein kleines Flugzeug? Die Map auch gar nicht jetzt im Kampf. Warte mal. Sieht verdächtig aus. Oh, da wollte ich gerade rein. Da wollte ich gerade rein. Oh, das muss ich mir merken. Finde ich das jemals wieder? Irgendeiner Schnecke. Mit irgendeiner Schnecke. Zack. Zack. Da will ich reinfallen. Oh Gott. Hoppa. So, da war es nicht. War das hier? War da eine Truhe. Lasst mich in Ruhe. Will an die Truhe. Ja. Oh Mann. Aber der ist doch jetzt einsam und allein. Der sieht zumindest einsam und allein aus. Ich probiere es. Komm Leute, ich muss da mal so einen Koko töten können. Hitzeschub! Gib ihm! Oh nein, 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 der Kackvogel sieht das. Das ist doch, die haben da wirklich ein Radar für, oder? So, jetzt ist er umgeworfen. Und schleudern. Ah nee, oh, er ist nicht mehr umgeworfen, das ging ja richtig schnell weg. Scheiße. Aber ich mache erhöhten Schaden gegen Umgeworfene mit dem Angriff. Zack. Das ist doch auch was wert, oder? Flächenbrand. Ich meine, wenn der nur Schnecken stirbt. Warte mal, schnell hier einen Schmetterschlag, damit ich wieder Kaffee auffüllen kann. Wo ist denn das? Da ist meine Kaffeekapsel. Die ist viel zu weit weggespawnt. So. Komm, das ist. Der Deal ist, er muss einfach nur Schnecken sterben.
Ah, komm, ich helfe jetzt hier mal mit Feuer. Zack. Oh, gib mir HP-Kapsel. Nein, ich muss schon wieder. Ich muss wieder beleben. Oh, es ist ungeil. Ach komm, leck mich doch, blöden. Ihr Blöden. Was passiert eigentlich, wenn ich sterbe? Verliere ich Geld oder so? Das war eine Falle. Oh Mann, die müssen aufhören. Ich falle da mal doch rein. So, Leute, jetzt. Jetzt ignoriere ich das. Keine Gegner mehr. Keine Schätze. Nur noch dieses tiefe, dunkle, traurige Loch. Das war nicht dieses, das war da hinten. Geht alle weg. Geht alle weg. Da 49, was da hinten? Ah, das ist eine Elite. So, was ist hier? Was ist das? Bösartiges Miasma. Oh. Okay. Das kann ich noch nicht. Das gibt's ja nicht. Ah. Geh weg, Beaufort. Ist unsympathisch. Ja, nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Irgendwie hat er mich jetzt gesehen. Ich mag nicht mehr. Ding, ding. Oh, was? 5000 Damage mit einem Hieb? Warum habe ich diesen Weg gewählt? Wieso habe ich das getan? Warte mal, die Map. Ich gehe da lang jetzt. Und direkt so. Oh mein Gott. Die stellen einen hier aber auch monströse Fallen, ne? Ach, du ahnst es nicht. Ah. Einfach schnell durch. Diesmal schaffe ich das. Geh hier rüber. Ja, bei dem Vogel. Der darf mich auch nicht erwischen. Aber Level 45 zumindest. Der sieht krasser aus als 45. Oh. Ja, ich will da rein in dieses Gedöns. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wolkenstraße, Loot. Brigitte. Oh Gott, es wird nicht leichter. Es wird nicht leichter. War das klug? Ich glaube nicht. Aber die sind klein. Level 47 zwar, aber klein. Und vielleicht lasse ich das Ei in Ruhe. Vielleicht wacht das Ei damit auf. Oh nein. Ganz viele kleine Minis. Aber trotz des Levels, die verlieren viel HP. Parasitensau. Ich glaube, die könnte ich schaffen, oder? So langsam werde ich skeptisch, was ich alles schaffen kann und was nicht. So, bam. Und schleudern. Yes. Ja, das nächste müsste halt Tora machen. Das kann ich. Das sieht doch endlich so aus wie ein Kampf, der halbwegs gewinnbar ist. Oh, ich muss mal ein bisschen Heilung reinwerfen, vor allem für Morag. So, da. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie viel so der Einzelne an Erfahrung gebracht hat. Ja, man kriegt ja immer nochmal einen Bonus, wenn er Schwein geworfen ist, weggefeuert. Aber es ist gar nicht so easy, das zu timen. Du bist nicht gut genug, würde Jack sagen, ja. Das muss ich auch mal weiterspielen.
Ah, okay, und das ist so ein ausgewachsenes Vögel. Come out, come out. Ist ein bisschen süß, wie das hüpft, oder? Ah, die scheinen nicht. Ich wollte gerade sagen, die scheinen aber nicht böse zu sein, aber doch, doch, doch. So, komm mal ein bisschen weiter her. Ich in meine Ruhe. Okay. Hallo, Hale! Danke für den Sub! Nein, das gab es nicht, kackt die da. Es sind zu viele, es sind einfach zu viele. Nee. Dann in die Richtung. Gottes Willen. Oh! I've never seen anything like this. A tunnel through the clouds? It's because this archipelago is formed of many smaller titans. The forces between the titans bend the cloud sea into this shape. There is a large titan as well, at the center of the cloud mountains. Though being within the cloud sea itself, you won't find humans living on it. The small titans seem to like clustering around the larger one, and that's what forms the archipelago. Wow! So many amazing things to see in world! Master Bun should get out more often. Working inside all day, bad for mind and body, you know. Tora on wonderful adventure with Rex Rex right now, though. Days of staying inside all day are long gone. Yeah, you're a driver. Just like us now, Tora. Meh meh. Tora appreciates support from friend Rex Rex. Gott, da fliegt schon wieder irgendwas Hochleveliges, oder? Aber es ist außerhalb, ich bin ja hier ein bisschen abgeschottet, ne? Ein Unin. Oh Gott, was ist das da oben? Oh Gott, das hat Dinge gesehen. So, was ist das? Jetzt vielleicht endlich mal ein Gegner, der alleine bleibt. Hale, du wolltest mal mit Xenoblade anfangen, aber es dauert zu lange, oder was? Ja, du hast doch die Zeit. Spielst weniger MMOs. Zack, fertig. Ah, kann ich schnell genug wechseln. Na komm, machen wir mal hier den Tackle. Warum ich jetzt schon wieder so bin? Du weißt doch, dass ich recht habe. Außerdem hast du ja keinen Zeitdruck. Ich meine, wenn du die Spiele interessant findest, spiel sie doch. Und nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst. Ist ja jetzt kein Preis dafür, dass du sie schnell durchspielst. Oh Gott, ich muss heilen. Oh Gott, schnell. Oh. Und jetzt nochmal wechseln. Hier auch nochmal eine KP-Kapsel. Will ich die Heilung? Ich hab sie auch irgendwo getroppelt. Da habe ich sie getroppelt. Warum ist das fiese komisch? Naja, jetzt keinen Windzauber machen sollen. Oh Gott, ich hab den Klicker verkackt. Ja, ich bin tot. Ich weiß gerade nicht, wer Cassandra ist, nur. Naja, PSO ist ja nicht so MMO. Außer man spielt das so wie du, Hale.
Ja, außerdem, Harle, du hast was? Stranger Things 4 Staffeln in 2 oder 3 Tagen geguckt. Von dir will ich nicht hören, dass du keine Zeit hast für irgendwas. Es tut mir ja leid, aber nein. Ich renne jetzt durch. Keine Ahnung, dieses komische Ding will ich nicht kämpfen. Es braucht halt keine Energie. Also so viel Energie braucht Xenoblade auch nicht. Ist jetzt kein Devil May Cry, ne? Also ich habe mich hier in eine ganz ungünstige Situation reinmanövriert, habe ich das Gefühl. Ich musste ja den schweren Weg gehen. Oh Gott. Mich interessiert die Sackgasse irgendwie. Was ist das? Komm out, komm out! Eiselement habe ich, glaube ich, nicht. Nee. Vor allem, ganz ehrlich, kann ich mir doch alles nicht merken. Irgendwann, wenn ich den ganzen Scheiß voll habe, dann hätte ich keinen Bock, die ganzen Orte nochmal abzugehen. Und das ist auch das, was mich bei dem Teil ein bisschen nervt, die Laufgeschwindigkeit, ne? Also, deswegen, das fand ich an Xenoblade X halt auch viel, viel besser. Du gehst halt nicht in scheiß Zeitlupe. Weil Open World ist ja schön und gut, aber es muss auch Spaß machen, sich in der Open World zu bewegen. Und das hat Xenoblade X halt richtig verstanden. Ja, nee, das spawnt schon wieder diese ganzen Kleinen. Ich gehe einfach durch. Kenn ich nichts. Oh Gott. Und dann muss ich hier ein bisschen. Boah, geschafft. Götterfurt. Eieieiei. Ich weiß nicht, was ich hier tue, Leute. Ich tue einfach Dinge. X ist für mich mit Abstand das beste Xeno. Gott, wie hoch geht das denn? Eieieiei. Oh, guck mal da oben. Oh Gott. Oh Mann, da ist irgendwas Wichtiges. Oh Gott, da sind ganz viele Stress-Burps. Ich darf nur Agro von einem ziehen, aber ich glaube, ich schaffe nicht mal einen. Heilung? Heilung? Heilung, wo liegt sie denn? Oh, da hinten ist dein Ernst. So weit. So, Hitzeschub. Oh nee, ich habe Agro von mehreren. Das ist doch ein Schmutz, Leute. Das ist so nicht machbar für mich. Aha! Geh weg! Du auch. Geht alle weg. Schnell! Ziegelstein. Okay. Das ist dann was ich ganz lange nicht machen kann. Scheiße, jetzt habe ich nicht mehr, auf dem Schirm, wo es runtergeht. Oh Gott. Ich glaube hier nicht. Okay, ich bin tot, shit. Okay. Gottes Willen. Okay. Da wäre sogar noch ein Harmoniegespräch. Oh. Okay.
Ja, also als er meinte, der rechte Weg ist viel zu gefährlich für mich, hätte ich auf ihn hören sollen. Nein, ich will das jetzt nicht. Das wird wirklich der Part des Weglaufens. Kann ich nicht rum und dann darüber oder so? Nee? Oh. Ist jetzt den ganzen Weg rumlatschen oder was? Was soll das denn? Was ist das da oben? Ach, ein Truthahn. Nein. Ich will das nicht. Was ist das? Was ist da oben? Oh Gott, nee, nicht so eine Saiyajin-Affen hier. Ist wirklich nur für die Aussicht. Ist ja hübsch und so, aber nee. Klong. Geht weg, ich mag es gerade nicht. Oh Gott. Wo bin ich? Da muss ich lang. Da muss ich lang. Oh nein. Oh, jetzt bin ich so doof runtergehüpft, ne? Oh nein, jetzt muss ich eine Ehrenrunde machen. Oh. Warum tue ich das? Man kann auch nicht hochspringen, ne? Man springt wie der letzte Lörres, ey. Scheiß. Hoch. Ach so, jetzt auch alles ein bisschen. So, da hinten. Da will ich irgendwo lang. Ist der Gang nur ganz oben, oder? Warte mal. Sieht ja auch alles gleich aus. Ja, jetzt gesagt, da lang. Uff. Nein. Hört auf. Ah, da ist der Weg. Oh, ich dachte, ich würde jetzt rutschen. Aber hey, ich näher mich zumindest der Hauptquest. Das ist doch schon mal gut. Und hier wieder ganz viele Gegner, mit denen ich mich nicht anlegen sollte. Ja, ignoriere ich auch einfach. Mhm. Wo geht's? Genau, runter. Hier. Ah, was ist das denn? Oh, halt auf. Yes, ich rutsche. Das ist ein Haus. Das ist lustig. Oh mein Gott. Oh, Level 35 Gegner. Dass ich das noch erleben darf. Ha! Endlich mal irgendwas töten, was mich nicht tötet. Hoffe ich. Ja, vor allem hier ein so ein kleiner Hasif hat eben 100 EP gebracht, und wenn man bedenkt, hätte vorhin irgendwann so ein Level 40er besiegt und der hatte 500 gebracht. Aber wie viel mehr Aufwand ich da betreiben müsste, dass er tot geht. Dann lieber doch hier die Low-Level-Gegner. Oh, gerade wollte ich hochschleudern. So. Hier geht doch was, irgendwas ab. Hallo. Menschen. Eltonos. Ja, wie geht's? Hallo, wenn ihr nach Moradain übersetzen wollt,
müsst ihr zum Regitta-Hafen. Wenn ihr zum Prätorium wollt, seid ihr hier am Ishewa-Hafen, richtig. Leider fahren die Schiffe nur alle 5 Tage. Bevor ihr euch hier die Beine in den Bauch steht, schaut am besten so lange auf der Nachbarinsel von Zed vorbei. Vom Regitta-Hafen kann man nach Mordain reisen. Außerdem gibt es ja am Ishewa-Hafen eine Linie nach Indol. Wobei Linie nicht bedeutet, dass die Schiffe zu festen Zeiten fahren. Sie warten, bis sie voll beladen sind. Es wäre wirklich gut, wenn wir eine Verbindung mit verlässlichen Abfahrtszeiten hätten. Äbtel. Hi, seid ihr auch im Urlaub? Wie meine Familie und ich? Wir haben es uns in Fonset gut gehen lassen. Hier warten wir jetzt auf unser Schiff. Mittlerweile haben wir mehr Zeit am Hafen als in Fonset verbracht. Die Leute hier haben uns geraten, vom Regitta-Hafen ein Schiff Richtung Mordain zu nehmen. Aber dazu müssten wir die Wolkenkette durchqueren. Mit der ganzen Familie wird das nichts. Ganz zu schweigen davon, dass wir als Uraianer in Mordain sicher nicht sonderlich willkommen wären. Das weißt du. Hast du schon nach der einen Klinge getaucht? Nee, hatte ich noch nicht gemacht. Du sagtest, das war doch zu irgendeiner besonderen Uhrzeit? Und irgendein besonderes Level brauchte ich, ne? Kannst du das nochmal wiederholen? Das hatte ich, ich weiß noch, welche Stelle das war. Übrigens eine sehr anstrengende Stelle. Und ich brauche den goldenen Zylinder, ne? Und ich hätte jetzt 2 goldene Zylinder zumindest. Ja, okay, hier komme ich weiter, dann gehe ich mal da jetzt hin. Was ist denn mit der Batterieleistung? Die war doch heute fast voll. Dachte ich. Aber zur Not habe ich noch einen Zweitcontroller irgendwo. Oha, was ist er denn? Rich, die Wolkenfaust. Den töte ich. Gilt auch als Special-Gegner. Oh Gott, das war eine Heilung. Das ist mir hingefallen. Das ist manchmal irgendwie doof. Die landen manchmal sonst wo. Diese Heilkapseln. Ja, runtergefallen. Das ist doch scheiße gemacht. Ich finde, die sollte man direkt irgendwie selber aufsaugen oder so. So, irgendwer muss jetzt hier mal Feuer machen. Vulkan, ja super. Nach dem Vulkan. Jetzt das Ding. Oh, runterfallen kann? Nee, ne? Oder? Ist er dann tot? Hab ich gewonnen? Er ist nicht tot. Er ist einfach weg. So, tagsüber, Marlin Level 37, Zylinder, egal, du musst die Info kaufen. Okay. Die Info muss ich kaufen. Weißt du noch, wo ich die Info kaufen muss? Oh Gott, jetzt habe ich kurz nicht aufs Screen geguckt, wäre fast hingefallen. Sehr ein Harmoniegespräch. Da hinten. That takes me back. What the hell? You wouldn't catch me dead doing that. Don't knock it till you try it. It's how we all learn to swim in the clouds. You mean you did that too? Yeah, of course. It came in really handy when I became a salvager. I can't stand it down there. It's not like water. It feels like the clouds are wrapping around you. And you don't like heights either. You get used to it really quick. Hey, you want to give it a go? What?
Hey, no! You get away from me! Don't touch me! Stop that, Rex! Don't tease her! Alright, alright. Honestly, when are you gonna grow up a little? Very impressive. We've refitted the drivetrain to use Ardenian technology. All of the control mechanisms have been beautifully preserved, so we should be able to finish relatively soon. Finally, we will be able to compensate for our forces' depletion. The Gormat struggle takes its toll. Sir. And there are no safety concerns, I trust. The explosion 3 months ago was most unfortunate. Or had you forgotten? We've been running a sedative drip through the Titan's fluid since then. No further difficulties. We've also encased the back end in composite steel. That should withstand sustained enemy fire. Even if it were to be blown up, well, it'll be in enemy territory. A pyrrhic victory, I'd say. Well, the crew will have escape pods. Escape pods? Are you sure you don't mean coffins? I mean... Judicium. The dead nation that realized flesh-eater technology. I cannot say I find their creations tasteful. I'm aware you do not agree with the principle of fusing blades with human cells. Few people do. Not what I mean. I'm sorry, sir. Then what exactly do you? It's said that flesh eaters were created in the quest for ever stronger blades. But is that really true? What I see in them is the shadow of a people scrabbling to prolong their existence. I look at them and see ourselves. That is what I despise. I will leave for Indol shortly. Much remains to be done. Dann mache ich einmal die Hauptquest, in die ich gerade hingehe, und dann gucke ich mir das mal an mit dem legendären Klingenvieh. Sure, I've grown. And hey, is that really? That's our Mark. He'll be going away to school in Indol soon, thanks to the help you've been sending us. Auntie Corinne, good to see you. Wow, this is quite a welcome. I didn't realize you were sending your money home. That's very admirable for such a young man. Oh, old lady have lots of little pawns. Master Pawn, these clearly not all little pawns of same parent. My word, is that old Azurda there? Or have you gone and done to yourself? That would take some explaining. Incidentally, is there some way you could put us up for the night? Long day and all. Is there some way? Don't give me that. Stay for as long as you like. What's mine is yours. Thank you. Auntie, thank you so much. I think I'll go for a bit of a walk first, though. Ah, yes. Leave your friends with me. Pyra, could you come along too? Oh, of course. Right then. Come with me, all of you.
Mir ist gerade aufgefallen, da ich ja ohne Facecam streame, kann ich mich jetzt mal hinlegen. Ich hoffe, ich kriege das trotzdem noch hin, halbwegs vernünftig zu kommentieren. Aber oh, ist das bequem. Endlich. Nicht mehr sitzen wie ein Lörres. So, Stippon. Rex, bist du das? Du bist aber ganz schön gewachsen, seit ich dich das letzte Mal gesehen habe. Ja, bestimmt. Corin macht sich riesige Sorgen um dich, ob du auch genug isst. Nicht übers Ohr gehauen wirst. Dabei geht's dir offensichtlich bestens und nette Freunde hast du auch. Das sollte Corinne doch beruhigen. Vielleicht aber nicht. Hier ist ein Harmoniegespräch. Diese Harmoniegespräche erfordert die folgenden Charaktere aktiven Klingen. Habe ich doch eigentlich alles. So, weil sie jetzt gerade nicht dabei sind halt, ne? Dies ist also das Dorf, aus dem du stammst. Es erinnert mich ein wenig an den Ort, an dem mein Bruder und ich unsere Kindheit verbrachten. Aber bitte lass dich von mir nicht stören. Nutz die Zeit, um etwas zur Ruhe zu kommen und zu entspannen. Dann erstmal wieder die Map hier anzeigen lassen. Van Lanorn. Dies ist ein wirklich prächtiger Ort. Ich hatte kurz Gelegenheit, mich mit den Einwohnern zu unterhalten. Sie sind allesamt überaus gastfreundlich. Darüber hinaus ist es hier auch noch so herrlich ruhig und friedlich. Ich werde noch eine Weile hier draußen bleiben. Lasst euch ruhig so viel Zeit, wie ihr wollt, Rex. Yes. Und ich brauche nichts anziehen, das stimmt. Also ich habe natürlich trotzdem was an, aber ich müsste es nicht. Aber ich muss nicht darauf achten, wie ordentlich das aussieht. So, warte mal. Da ist noch jemand. Drummark. Welch herrlicher Ort. Genau richtig, um nach einem anstrengenden Kampf die müden Knochen auszuruhen. Ihr seid bestimmt auch müde, Herr Rex. Ruht euch aus, solange ihr wollt, und kommt in Ruhe wieder zu Kräften. Kommt du doch zu Kräften. Hoppa, Willis. Oho, gut dich zu sehen. Ist eine Weile her, was? Die Kinder, die bei Corinne landen, entwickeln sich allesamt mustergültig. Aus dir ist ja auch ein großartiger junger Mann geworden, Rex. So viel kann ich auf jeden Fall bescheinigen. Okay, gehe ich mal zum Ziel. Ich will auch wieder meine Teammates zurückbekommen. Where are we? These are my parents' graves. What? Sorry. I guess I never properly told you about myself. No, it's fine. I'm sorry. I never thought to ask. I wanted you to meet them, though. To meet them? How do you mean? Hey, Mom. Dad. It's been a while. A ton happened, you know? I became a driver. And this girl is Pyra. My new partner. I know you'd love her. We're going to Elysium, Pyra and me. I don't know what's coming next, but you'll be watching over us, right, guys? Rex? Right, let's head back. Okay. Gibt's denn hier rein? Verdammte Axt. Ach da. Hallo Corinne. Oh, hallo. Wie wär's, wenn wir alle zusammen essen? Ich habe schon alles vorbereitet.
Dann kannst du mir auch in aller Ruhe erzählen, was mein kleiner Rex in letzter Zeit so alles erlebt hat. I'm so sorry making you wash up like this. No, no, don't worry about it. I don't have to be in a fight to be able to help people. I like it. You're a dear. Rex is very lucky you're around. He's never brought a girl to meet me before. Huh? Oh, no, 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 no. It's not like that. I'm just Rex's blade. Is that so? You do hear of blades and drivers getting married a lot in the old stories. Bau mal keinen Druck auf. This is a lovely village. Everyone's so warm and carefree. It's removed from everything, you see? I think if everyone could live like this, the world might be a happier place. You know, between you and me, I think, deep down, Rex still misses his mother a little. In a way, you remind me of her, just a tad. Of Rex's mother? Really? Actually, he took me to say hello to his parents. Ah, you know, Rex wasn't born here in Fonset. He must have been 2 years old when he came ashore here with his poor mother. Maybe it was war or a dying Titan, but they'd lost their home, sure enough. I gather it was a great struggle to get here. She was so weak. She asked me to look after Rex, and that was the last thing she said. She seemed so lovely too. And his father. We found his body about 3 Titan peds away from here. He came so far, if only he'd made it a little farther. Such a sad business. Boy has suffered enough loss for one life. That's why he became a salvager, you know, to find some way up to Elysium. In that case, maybe it's not good for me to be by Rex's side after all. Why? Are you not fond of him? Oh, I am. But with me here, he'll suffer even more, lose even more. So maybe Rex is better off without me. Rex and the whole world, they don't need me. That's just how it feels. Now, dear. Okay, time to move out. See you soon, Rex! You take care now, and keep yourself out of trouble, Azurda. Ah, you know me. I prefer the quiet life. Thank you for everything. Pirate, dear. I don't know what you've been through before, but you should know you're not alone anymore. Rex is a strong boy. You can depend on him whenever and wherever you need him. I know. I'll try. Huh. What was all that about? Nothing at all. Right? Nothing for your ears, Rex. You just concentrate on what you're doing. Work hard and do your best. Sure. I will.
Nun, wie fühlt es sich an, nach so langer Zeit wieder einmal zu Hause gewesen zu sein? Super, alles ist so, wie ich es in Erinnerung hatte. Bis auf die Kinder, die sind gewachsen, wie bescheuert. Haha, ich klinge wie ein alter Mann, jedenfalls können wir jetzt weiter, wenn ihr wollt. Sehr gerne, Rex. Keine Sorge, ist nicht mehr weit, der Hafen ist ja direkt auf der Insel nebenan. Kommt, hier geht's lang. Das Kind steht echt nicht still. Das war ganz schön zappelig unterwegs. Warte mal, hier, ich will das tauschen. So rum. Ja. Da ist das Team meiner Wahl. Und das Harmoniegespräch, das sollte jetzt funktionieren. Aber erstmal mit Mula Lea oder so reden. Wie läuft's? Oh, ich muss gerade mal Pause machen, Wasser zu holen, ist aber auch ganz schön anstrengend. Unser Haus liegt weiter da oben, also muss ich die Eimer gleich noch weiter bergauf schleppen. Tante Corinne hat fließend Wasser in der Küche, stimmt's? Manche von uns haben es echt leicht. Wolfric? What big voice about? Seem to be getting very worked up for something. What Wolfric planning? I want to talk more with others. But everyone is scared of me. I am not a scary person. I want them to see that. Wolfric is kind blade who doesn't even crush ants on path. A solid plan. I'm sure people will understand once they get to know you. Maybe talking hard for Wolfric, though. Growling more normal for him. Yes. Everyone runs from my voice. That is the problem. How can I fix this? Ja, dem Kind. Why don't you help that crying child over there? Good idea! By helping someone, Wolfric show everyone big, soft, pulpy heart. I can do that. Wolfric to the rescue. Tora, will you join me? Tora's pleasure! What wrong? Why all crying? I don't know where my mom is. You're lost. Digga, da gibt's ungefähr drei Häuser. Und das Girl ist bestimmt schon 14 oder so. No, no monster. Maybe look like monster, but not nasty like monster. Please, do not be afraid. I will not eat you. Wolfric, maybe you make it worse with that talk? Oh, sorry. Tora, you look after the child. I will look for the mother. Hey! What are you doing to my child? Aber das wollte ich sehen, Susanne. Ah, this is your child. Help! Help! Monster! Direkt Mutti. Monster? No, 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 no. I'm not. Someone help! This great big brute's gonna eat my baby! Rassist. No, not a monster. I'm a blade. A blade! Direkt köpfen die Alte. Das gehört gleich mit. Please calm down. Ah, there's a monster in the village. Someone come quick. No, Wolfric. You make all scared with big voice. Aber Wolfric ist hier nicht das Problem, Leute. Gott, ey. Ihr verdient einander. Du und dein Pissgör. Nimm das mit. Da. Sorry. Again, I failed. You shouldn't react so negatively to failure. You didn't choose to fail. Die meint bestimmt Tora. Think of it as the first step on a long path. Thank you. I will not give up. Ja, vor allem Wolfric lächelt doch ganz freundlich. One day I will make friends with everyone. Warum solltest du mit solchen Leuten befreundet sein wollen? Das hast du gar nicht nötig.
Schlüsselerfolg Stufe 3. Sehr schön. Kazuna, da bist ja wieder Rex. Tante Corinne ist total aus dem Häuschen, dass du deine zukünftige Braut mit nach Hause gebracht hast. Ups. Die ist so wunderschön. Ach, ich will auch bald heiraten. Meine Braut, ich glaube, du hast da was falsch verstanden, Kazuna. Nein, nimm das, Rex. Du kriegst eh niemals was Besseres. Pyra würde was Besseres kriegen. Du solltest das nehmen. Hey, Rex. Ich helfe Tante Corinne ein bisschen im Haus. Bin ja kein Tollpilz. Sehr schön. Versprich mir, dass du das ab jetzt immer so machst, ja? Versprochen, solange du weiterhin beim Bergungstauchen tolle Schätze an Land ziehst. Vielleicht. Hallo, wie läuft's? Ich werde so lange büffeln, bis ich der beste Schüler auf der Akademie Mimi von Indol bin. Staun, staun. Ohne deine großzügige Spende hätten die mich nie angenommen. Ich schulde dir was, Rex. Leider habe ich nichts, womit ich mich revanchieren könnte. Außer vielleicht mit guten Noten. Oh Mann, ich kann's kaum erwarten. Wie es da wohl so ist, weiß ich nicht. Oh nein, was tue ich? Was tue ich? Oh Gott, ich muss da runterspringen. Nicht da runterspringen. Warte mal, hier wird mir schon wieder ein Ziel angezeigt. 300 Meter in irgendeine Richtung. Genau, da war nochmal die Nebenaufgabe. Was geht hier so ab? Naja, guck mal, da kann ich direkt zum Hafen. Aber bevor ich das mache, Warte. Da müssen wir in die Stadt. Nicht Lefterische Inseln. Kaiserreich Mordane. Dann in Alba Kavanich wahrscheinlich. Und jetzt suchen wir erstmal einen Händler. Der Händler. Ausrufezeichen merken. Irgendein Flauschevieh, sagst du, ne? Und 5.000 bis 10.000 muss ich da zahlen für die Infos. Und der muss hier sein. So, warte mal. Erstmal mit Ashala reden. Das geht hier ab. Wird eine Klinge aus einem Kernkristall erweckt, beeinflusst das Wesen ihres Meisters ihre Fähigkeiten. Der klassische Ansatz hierbei ist, einen Verstärker einzusetzen, um bereits vorhandene Wesenszüge zu potenzieren. Falls man aber möglichst unterschiedliche Klingen erwecken will, lohnt es sich, andere Wesenszüge zu verstärken. Natürlich gibt es hierbei keine Garantie auf Erfolg. Wie so oft im Leben hängt auch bei Klingen vieles vom Glück ab. Verblüffend. So, tagsüber. Marlin Level 37, Zylinder, egal. Info kaufen von Vielfraß Morlin. Okay, Vielfraß Morlin suchen wir. Aha. Das sieht alles nicht nach Morlin aus. Nee. Aber er ist hier in der Stadt, oder? Also in dieser Stadt. So, hier sind nochmal ein paar Lordings. Urma, Skethaft, Noak, Iset, auch Vielfraß Morlin, Rudat. Oder unten ist noch eine Nebenquest. Ich glaube, gleich nochmal annehmen. Ist hier mit was? Nee. Oh, auch noch Menschen, die mit mir reden wollen. Ganz viele. Ranhalt! Ich habe neulich in den heißen Bädern was Interessantes aufgeschnappt. Wusstet ihr, dass es im Brustbereich des Titanen von Mordane eine alte Fabrik geben soll? Angeblich soll dort jemand eine ganze Armee an künstlichen Klingen erschaffen haben. Mein Vater behauptet, dass der Großteil von ihnen an eine Gruppe namens Lindwurm verkauft wurde. Aber wohin sie gebracht wurden, darüber lässt sich nur spekulieren. Ja, das haben wir zumindest gesehen. Taka. Habt ihr auch den riesen Lärm neulich Nacht gehört? Anscheinend hat sich das Militär mit so ein paar seltsamen Kerlen eine Verfolgungsjagd über die Dächer geliefert. Ich weiß davon nichts. Nein, ich weiß es nicht. Ich habe schon Schlimmes aus Gormod gehört, aber dass es nun auch bei uns den Bach untergeht, unfassbar, sollte der Frieden, der nun schon so lange bei uns herrscht, ernsthaft in Gefahr sein. Abgesehen davon, wie haben die Typen das bloß geschafft, nicht von den Dächern zu stürzen? Ich bekomme ja schon Schweißausbrüche, wenn ich nur dran denke. Der ist in so einer Gasse, okay. Hallo, wie läuft's? Wenn Chocolo Großes möchte, Chocolo-Händler in Nopon AG werden. Gibt insgesamt 11 verschiedene Nopon-Handelshäuser. Größtes davon ist natürlich Argentum AG. Zweitgrößtes ist Voltes AG. Kleinstes heißt Pyritium AG. Chocolo möchte unbedingt zu Argentum AG. Aber Aufnahme ist wohl nicht einfach. Man muss besondere Münze als Symbol für AG machen oder so. Chocolo wird aber hart arbeiten, um Chocolos Traum zu erfüllen. Jetzt soll jedes Wort Chocolo sein. Hallo. Wie ich hörte, wird der Vorsitzende Bainer vermisst. Vielleicht sollte ich mich von der AG erst einmal fernhalten, um nicht noch in irgendwas reingezogen zu werden. Sag mal, sind euch eigentlich schon die seltsamen Inschriften auf der anderen Seite der Mauer hier aufgefallen?
Die faszinieren mich schon seit meiner Kindheit, aber nun habe ich genug Zeit, ein paar Nachforschungen anzustellen. Freiheit ist schon was Tolles. Ohne die lästige Arbeit kann ich endlich tun und lassen, was ich will und wann ich will. Wäre allerdings besser gewesen, sich vorher ein bisschen Gold zur Seite zu legen. Das hast du verkackt. Zu wenig, zu spät. So. Hier ist nochmal ein Questi-Typi. Hansatra. Komm, ich schnapp mal mit dem, wer schon mal hier bin. Oh, hallo, ihr wollt plaudern? Na dann, habt ihr schon das Neueste gehört? Die kaiserliche Armee hat wohl einen Spion geschnappt, der streng geheime Dokumente gestohlen haben soll. Doch von den Dokumenten keine Spur. Was glaubt ihr, wo er sie wohl versteckt hat? Vielleicht hat er sie vergraben. Bestimmt hat er sie verschluckt, vielleicht im Wolkenmeer. Vergraben. Nö, falsch, verdammt. Wäre aber im Nachhinein die wünschenswertere Alternative gewesen. Vor lauter Eile hat sie der Spion in eine Metallkiste gepackt und diese an ein Monster verfüttert. Ah, natürlich. Ja, da staunt ihr was. Staun, staun. Und das Monster war, haltet euch fest, ein Nekromück. Ihr wisst ja, wie viele von denen hier in Moradane in der Luft herumschwirren. Der Nekromück mit den Dokumenten hat sich mit seinem Schwarm vermischt. Unmöglich, die auseinanderzuhalten, dann alle töten. Auf seinen Kopf wurde eine hohe Belohnung ausgesetzt, aber da diese Biester ziemlich gefährlich sind, ja. Nun, ihr könnt euch sicher denken, dass sich kaum jemand um so einen gefährlichen Auftrag reißt. So eine Mücke ist auch nicht so schlimm. Aber wenn ihr wirklich scharf darauf seid, bin ich der Letzte, der euch davon abhalten will. Besiegt die Nekromücks und findet die Dokumente. Bringt sie anschließend zum Soldaten am Tor des Palasts von Hardhay, um eure Belohnung zu erhalten. Danke. Ein Dankeschön und vermutlich ausgereicht, Tor. Ach, übrigens. Mit etwas Geduld lässt sich vielleicht herausfinden, welcher Nekromück die Dokumente in sich trägt. Wer so eine schwere Metallkiste in seinem Bauch trägt, hat garantiert eine verdammt miese Laune. Um das festzustellen, werdet ihr die Viecher aber erstmal eine ganze Weile beobachten müssen. Die Geheimdokumente-Mission angenommen. Als aktive Mission festlegen, warum nicht? Oh, ein neuer Auftrag ist verfügbar. Dibam, babam. Apropos Auftrag, wie geht's denn hier voran? Mit der Söldnertruppe. Ist halt immer noch so Fragezeichen-Style, ne? Datendiebstahl? Das ist das. Das ist das. Das muss ich dann machen. Okay. In irgend so einer Gasse. Dann gehen wir den Ort hier nochmal ordentlich um. Das hier sieht gassig aus. Ne, was ist das? Ein Sammelpunkt bekommen. Come out. Rigid. Zack, alles meins. Der ist übrigens süß. Hallo. Du bist so süß. Ja. Ne, aber das war nicht der richtige Druide, den ich suche. Die sind so fett. Boah, das will ich. So, ich brauche einen NPC aus der Gasse. Hier ist ein Gasthaus. Was ist das? Abgeschlossen. Aha. Was ist los? In letzter Zeit scheint die Oberflächentemperatur von Moradane langsam aber stetig zu steigen. Die Smuid-Fabrik wurde gebaut, kurz nachdem die Hauptstadt hierher nach Hardhay verlegt wurde. Innerhalb des letzten Jahrhunderts konnten wir hier einen Temperaturanstieg von 6 Punkten messen. Die Messungen in Gormod hingegen reichen nur 10 Jahre zurück. Dort lag der Anstieg aber nur bei 0,01 Punkten. Ihr versteht also, weshalb das Kaiserreich sein Territorium so schnell wie möglich erweitern möchte. Informant. Also hier ist zumindest ein Informant. Ist nicht der richtige, aber willkommen, verehrter Kunde. Welch Freude, euch hier begrüßen zu dürfen. Gerne teile ich mit euch mein Wissen. Bin ich denn beim richtigen Informanten? Vielfraß Morland, das... Ich hab nicht genug Geld. Nein. Oh Gott. Irgendwas verkaufen. Was habe ich denn? Damn. Kein Kristall. Ist ja nur normaler, ne? Ach komm. Hab ich's jetzt verkauft? Ja, so. Kaufen. Und Vielfraß Morlen. Bam, kaufen. 9000 ist aber teurer Scheiß. Entwicklung Stufe 2. Ein neuer Auftrag ist verfügbar. Jetzt mal gucken. Neuer Auftrag. Werftwache, ich will ein Handelsschiff. Ja, das ist nicht das. Steckbriefverbrennung. Okay, jemand. Ne?
Und wie ist das jetzt mit den mit dem Morlin-Ding? Ich habe jetzt Fehlfraß Morlin gekauft. Muss ich diese Information irgendwo lesen? Hier. Das Monster wurde im Meer beim Ödland von Shunchak gesehen. Dann reicht das wahrscheinlich, ne? Dass ich die Information hier so einfach habe. Dann gehe ich mal zum Ort. Oh Gott. Falsche Taste, warte mal, das war hier. Untere Ebene. Beim Dock. Ich gucke nochmal, wie die Orte hier hießen. Ja. So, Susanne, jetzt brauche ich deine Aufmerksamkeit. Das ist richtig, Mara. Where do we go from here? Bam, 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 bam. Oh, hier ist auch nochmal eine Quest. Fartel. Das Kaiserreich Moradin ist riesig und mächtig, aber es gibt auch Konflikte im Innern. Es gibt eine Rebellenorganisation namens Bryonac. Deren Ziel ist es, seine Majestät Kaiser Nial zu stürzen und durch einen Kandidaten ihrer Wahl zu ersetzen. Anscheinend haben sich der Gruppe viele frühere Soldaten der kaiserlichen Armee angeschlossen. Bryonac verfügt über eigene Titanwaffen. Die Organisation ist ganz ohne Zweifel gefährlich. Das ist nicht gut. Tutur, gib mir deine Quest. Hey da, ihr total stark aussehenden Meister da. Bitte hört euch Tuturs Bitte an. Würd gern mehr hören, ja? Hau raus. Nun, also mein Job ist es, die Leute in Moradin herumzuführen, versteht ihr? Und diesmal hatte ich 4 Nopon, die unbedingt eine Führung durch die alte Fabrik machen wollten. Die waren schon etwas komisch, hatten so viel Interesse an der Fabrik, dass sie nicht mal mehr vorher gefrühstückt haben. Aber kaum waren wir dann in der alten Fabrik, da sind sie plötzlich spurlos verschwunden. Und seitdem auch nie wieder aufgetaucht. Versteht ihr jetzt, wie ernst die Lage ist? Was für ein Reiseführer bin ich, wenn meine Kunden flöten gehen? Ich kann helfen, wenn du willst. Danke, vielen Dank. Ich hatte gehofft, ihr würdet das sagen. Da mal die Lauscher gespitzt. Diese 4 hatten nämlich alle verschiedene Vorlieben. Raufifi mochte am liebsten Orte, von denen man ganz weit runterschauen kann. Schwitzizi stand total auf super heiße Orte. Der alte Mififi hatte eine beunruhigende Vorliebe für starke Gerüche. Bei dem haltet ihr euch lieber die Nase zu. Und dann war da noch Modada. Der war total interessiert an feuchtkalten Dachkammern. Warum auch immer. Die waren alle so seltsam, dass ich fast glaube, es wäre kein großer Verlust, sie einfach dazulassen. Aber naja. Naja. Tora wird Kind schon schaukeln. Tora schaukelt gern. So, einfach angeln, bis der Fische, bis der fette Fisch auftaucht. Tschüss, wer geht? Achso, Lütke geht. Mach's gut, Lütke. Schönen Tag noch. Ciao. Aber der, Susanne, der Angelplatz ist der hier, ne? Dass ich da auch den richtigen hab. Ach, ficken. Es ist abgeschlossen. Dann nehme ich den. Aber gut, dass ich den falschen erstmal genommen habe. Dadurch habe ich ja die Quest bekommen. So, genau. Jetzt habe ich hier den Reisepunkt. Und da hinten hätte ich jetzt gedacht, dass ich da angeln muss. Oh Gott, ja, das ist ein Problem. Das ist ein Problem, dass dieser Sturm Peterus direkt Stress machen will. Hör auf, hör auf, hör auf. Der ist halt Level 84 oder so. Oh, ich lebe noch. Ich lebe noch. Ja, da, okay. So, und die Seltenheit ist ja egal von den Dingsy-Bumsien, den Zylindern. Okay. Oh, Sammelpunkt. Come out, come out. Ja, das ist alles. Okay, am Ödland von Shunchak. Standardzylinder. Ich hab nur noch einen. Yes, gib mir das. Gib mir die Klinger. Bam, 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 bam. Ausbeute.
ist sie wahrscheinlich noch nicht. Blitzt euch, ne? Oh Gott, ich brauche unbedingt bald mal wieder Geld. Silberzylinder! Zacka, hab. Tschak. Glück sei mir hold. Ausbeute. Kohle. Nee, da war es auch nicht dabei. Ausgestopfter Zwerg, okay. Oh, nochmal. Time for some treasure hunting. Yup. Ach so, ich brauch Tag. Du hast recht, du hast recht, du hast recht. Ah. 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 Gibt's da eine bestimmte Uhrzeit oder einfach nur, dass hell ist? So. You're all mine. So, System war das, dann Zeit einstellen. Ja, irgendwas. 12 Uhr klingt doch gut. Oh, I can't wait. All right. This stuff is what I live for. Oh, warte, zwei Truhen? Das könnte doch was bedeuten, oder? Erstmal mit der kleineren anfangen. So. Nee. Schade, 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 schade. Gott, 16 Uhr. Muss danach wieder die Zeit vergehen lassen. Schon selten das Ding, oder? Zählt eigentlich die Uhrzeit, bei der ich das dann rausgeschubbert habe, oder bei der ich reingesprungen bin? So, wieder die Zeit. System Zeit einstellen. So, so rum. Ich mach auf 12, das wäre hellig der Tag. Ja, okay. Kann ich nicht übersehen. Mache ich irgendwas falsch oder ist es wirklich einfach nur so mit einer geringen Wahrscheinlichkeit versehen? Chancen habe ich nämlich nicht mehr. Oh, was habe ich verkackt? I love the smell of salvage. Oh, was meins? Treasure acquired. You're all mine. So, System, Zeit einstellen. Einmal ab 5 Uhr ist ja auch Tag, ne? Es ist zumindest hell. Obwohl hell sieht das nicht aus. Mach's doch ein bisschen später.
Ja, ab hier ist besser. Das sieht hell aus. Time for some treasure hunting. Yo. Oh, oh. Okay, der Vielfraß Morlin, da ist er. Da ist er. Er ist voll groß. Geh kaputt. Umgeworfen. Fetter Fisch. Meh, 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 meh. Hitzeschub. Oh Gott. Healing. Oh, das ist die Heilung, das ist die Heilung. Sammeln. Oh, ich habe gerade keinen Skill, um ihn zu werfen. Das ist schade. Oh, er ist umgeworfen. Er ist umgeworfen. Da haut ihn jetzt in Luft. Und da gibt es den Flächenbrand. Mach den Flächenbrand. Warum geht das jetzt nicht? Daneben Flammenexplosion. So. Oh Gott. Oh Gott. Achso, oh, ich hätte vielleicht warten müssen, bis ich ihn umgeworfen habe. Die mich einfach jetzt schon benutzen. Ah. Ah. Mein Fehler. Yeah, gebrochen. 511 Damage kriegt er jetzt. Oh, gut. Ja, das ist doch 76.000. Sei mal nicht so weit oben. Das gefällt mir gar nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Heilung, die Heilung. Ah, jetzt wird er unangenehm. Vielleicht hätte jetzt das Ding irgendwie verschwinden sollen. Wo sind die Heilung jetzt gelandet? Ich habe eben gerade noch... Da. Oh Gott. Oh, will er stirbt. Aber nicht ich. Ich will nicht sterben. Oh, bitte. Reicht es? Oh, yes. Was ist das? Glückskernkristall. Yeah. Ins Menü. Und danke, Susanne. Das hätte ich sonst nicht gemacht. Ich will kurz nochmal hier die Harmonieringe anluschern. Oh ja. Ich habe einfach die nächste Ebene freigeschaltet. Ich habe grown. Mann, es wird helfen. Mein burning soul. Okay. So, und jetzt Klingen. Das weiß ich gar nicht. Wie sind wir denn hier aufgebaut? Das sieht eigentlich auch schon cool, ne? Gottfried. Ja gut, ihre habe ich gerade weggegeben. Ja, gut. Klingenliste. Ne, warte, resonieren. Ich glaube, ich gebe den Rex einfach, weil ich kann. So, normal, den gucken wir uns nicht abgekürzt an.
Oh. Cassandra here. Okay, ja, bestimmt Dunkelheitselement. Gar nicht creepy. I will work day and night to ensure our happiness. Okay, die ist echt cool. Yes. Okay. Einfacher Hammer. Erstmal noch nicht als Partner. Müssen wir die erstmal angucken. So, und ganz kurz, ich habe ja den. Der hat eine gewaltige Axt, ist die Waffe. Ja, sie hat leider nur einen Hammer, damit kann ich wahrscheinlich nicht hochschleudern, das ist ein bisschen schade. Klinge anpassen. Oh Gott. Der Brachnitsplitter. Ja, komm, kriegt sie. Bam. Den Ring aus. Muss man da so machen? Vertrauensstufe. Ja, okay, das geht. Setze Klingenkombos ein. Jo. Okay, jetzt gerne mache ich mal noch nicht. Bin mir noch unschlüssig, ob ich sie nicht doch wen anders geben soll. Ja. Ich habe mich so an Adenin und wegen dem Heilen habe ich mich so dran gewöhnt. Vielleicht Godfrey austauschen. Vielleicht tausche ich den aus. Ich glaube, ich tausche Godfrey aus. Ja. Wie mache ich das nochmal? Klingenliste. Bis jetzt. Hallo. Bist du denn? Blind? Da ist sie. Okay. Klinge anpassen. Nein, nicht anpassen. Transferprotokoll zu ihr. Arm rüber. Dann muss ich die noch ausrüsten, ne? Oh Gott, wie ging das nochmal? Klingenpartner. Den weg. Und rein. I wish I could share my luck with everyone. Ja, ist cool. Okay. Wir haben ja mehrere Aufträge. Aber ich glaube, ich gehe jetzt hier einmal nochmal zur Hauptmission. Tierische Inseln. War nicht hier. War nicht hier. War nicht hier. Warte, doch, irgendwo eben da muss es doch gewesen sein. Ich bin blind. Du. Ich weiß auch nicht. Geht mehr? Bin ich jetzt total mal? Geh erstmal dahin, da gibt es noch ein Harmoniegespräch. Vorne ist er noch gesehen. Aber hier war ein Harmoniegespräch, da hinten. Ganzen Läden, aber ich habe gerade tatsächlich kein Geld. Harmonie. Eigentlich genau hier. Soll ich da irgendwie aufs Dach helfen? Oder übersehe ich da irgendwas? Irgendwie rein. Ja, nee, keine Ahnung. Keine Ahnung, weiß ich gerade nicht. Guck mal, hier gibt es noch ein paar Leute zum Reden. Cooler, cooler. Gibt Rex, der mal Katsching am Dorf sendet? Ist Freund etwa selber gleicher Rex? Ja, ist er. Oh nein, prächtiger Jüngling, der immer Katsching überbringt.
ist berühmt unter allen Kurieren. Aber Kula Kula bringt Mampf von Frau Corinne nach Argentum. Gibt bloß keinen direkten Weg, darum ist Mampf nie so lecky, schmecky, frisch wie Kula Kula gern hätte. Naja, so ist das eben bei Transporten über weite Entfernung, da kann man nichts machen. Ach, diese Brise, das erinnert mich an die Zeit, als ich auf Azurdas Rücken unterwegs war. Erzähl weiter. Das ist jetzt eine ganze Weile her. Azurda hatte mir angeboten, auf ihm eine längere Reise zu machen. Da ich zuvor nie das Dorf verlassen hatte, war es eine Reise voller Entdeckung. All diese Inseln. Aber da ich anfällig für Seekrankheit bin, habe ich ihn dann doch lieber Rex überlassen. So, okay. Jetzt nochmal hier die Zielrichtung. Es geht auf jeden Fall nach da. So. Sieht das kartenmäßig aus. Das Ganze. Ach nein, die Batterie ist alle. Ich glaube es nicht. Aber ich habe hier einen zweiten Controller. Moment. So. Da ist die Batterie nicht alle. Jetzt mal ordentlich gucken. Da ist nicht das Ziel irgendwo. Beim Tunnel auch nicht. Beim Meer, da oben, da ist es. Beim Hafen. Warum habe ich das eben nicht gesehen, ey? Weiß nicht, bin betriebsblind oder so. Ein einzigartiger Grabstein. Noch einmal gegen den einzigartigen Gegner antreten. Ja, der ist ja einfach weggeploppt. Das war scheiße. Jetzt mach ich den Tod. Hitzeschub! Na Gott, der macht wieder seinen Scheiß. Na komm. Heilung rauskloppen. Oh, grad nicht so. Das war ganz gut. Warte. Ah, ich will sie gerade zu Mifa wechseln. Genau, jetzt. Special. Gravitation. Schau, ob ich mit Dunkelheit auch irgendwelche Kombos machen kann. Ah, zumindest mit Lichtstufe 2. Ah, aber danach kann ich es halt nicht beenden. Also muss ich eher darauf hoffen, dass sie auf Dunkelheit 2 kommt, aber das schafft sie, glaube ich, in der Zeit nicht. Wäre schön, wenn mal jemand ihn zum Schwanken bringen würde. Na komm, ich mach schon. Nicht. Oh, verdrückt. Und die letzte Stufe erreiche ich halt leider nicht. Aber ich muss noch Heilung reinpacken. Oh, warte, hochschleudern. Yes. Und jetzt? Wenn er in der Luft ist, Angriffskette. Okay, Tora! Tora! Right on time! Alpha!
chain attack finish. Take that, Bridget. To arms, Lady. Ich will heilen. Das Problem. Was bin ich die Heilung schon wieder? Weil er die nicht rausgeschmettert. Oh Gott, komm schon! Ich brauch die Heilung jetzt. Da liegt sie doch. Und noch eine Heilung. Ich kann. Und da ist sie. Ja, aufhelfen. Oh, komm, mach den Vulkan. Yes. Und Special. Der Typ nervt übrigens. Das ist scheiße. Healing. Oh, Tor kriegt ihn aufs Fressbrett. So. Oh, Tor, warum tust du das? Oh, Katze, geh weg vom Mikro. Das ist ernst. Oh Gott, das geht hier gerade. Sieht gar nicht gut aus. So, ja, geh den Flächenbrand. Oh Gott, ich sterbe alle Sterne. Heilung? Yes. Gottes Willen, ey. Warum ist er so schrecklich? Dieser Feind. Nein, ich bin kaputt. Hilf mir hoch, hilf mir hoch. Irgendwer, danke. Heilung, Heilung. Da liegt sie. Da liegt eine Heilung. Ah, ich wollte nicht auf den Mischfahrer wechseln. Oder? Eigentlich kann ich. Ah, nee, fuck. Ich muss ja einmal Heilung zwischenschieben. Ah, ist wieder hier sein Kack-Schild-Mist. Ja. Oh, er ist schon auf ihn werfen. Dann schleudern. So, auf den geschleuderten Gegner. Okay, Feuer, Wind, mach ich jetzt mal Wind. Und da muss man immer das jeweils Starke dagegen machen. Ja, anscheinend ist das so. Oh Gott, die Angriffskette war einfach nur scheiße. Weil ich das falsche Standard-Element. Also wenn da Dunkelheit ist, muss ich Licht machen. Als Beispiel. Wahrscheinlich braucht die Heilung. Oh Gott, nein. Macht er seinen Rückfall Mist. Jetzt Heilung. Oh, komm, schleudern wir den
Arsch ihn mal in die Luft. Oh nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, schnell, 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 schnell. Hochhelfen. Ich kann das nicht erlauben, dass hier irgendwer meine Tod ist. Da ist schon wieder die Heilung. Oh, so ein Schmutz. Hilft mir. So, Special. Können wir drauf gehen? Healing. Ach, verfehlst dein Ernst. Heilung. Wo liegt sie? Okay. Oh, Special. Das war's noch nicht. Das war's noch nicht. Umwerfen, umwerfen. Yes. Kapsel. Oh, ich bin nicht schnell genug zum Schleudern. Verdammt. Oh, hat er sich gerade geheilt, ey? Ist das sein Ernst? Da kommt eine Dampfbombe. Das reicht hoffentlich. Yes. Gott, der war ja nicht angenehm. Der war schrecklich. Oh. Seltener Kernkristall gab's. Das ist schon mal ganz gut. Pentagon-Splitter. Der kann bestimmt was. Oh. So. Hier geht das. Waffen modifizieren. Pentagon-Splitter ist voll der heiße Scheiß. Tatsächlich. Und Brachinid-Splitter ist aber auch gut. Aber warum sollte ich... Brachinid ist einfach noch besser, ne? Das Wutschwert. Achso, erhöht Glück um 50. Das ist nochmal das, was es besser macht. Was genau macht Glück eigentlich nochmal? Na komm, ich mach das Ding hier rein. So, und... Ja, die brauchen mal wieder was Neues. Okay. Oh. Ah, schwierig. Jetzt werde ich geizig. Ich verbessere sie. Oder? Ich glaube, er hat es nötiger. So, okay. Susanne hat was reingeschrieben. Ich lese das mal durch. Kohlefarm, Goldzylinder kaufen in Goldmund. Bergungspunkt, Bergungsdeck nach Thron des Kriegers tauchen. Und bei Bergungspunkt Mahlstrom nach Delta-Gefäß tauchen. Die bringt viel ein. Bei Malolo verkaufen, Melolo. In der Argentum AG. Ah, okay. Ja, weil ich habe halt echt einen monströsen Geldmangel, wie du sehen kannst. Okay, jetzt gehe ich einmal zum Ziel. Dann ist der Stream auch schon fast um. Finally, you took your sweet time. You're the... Hey, Shalad. Hey! You just don't give up, do you? Come on, out the way. More like stubborn leech than turtle.
This time I'm here for something a little bit different. What's that supposed to mean? I want to see just how good you are, chum. I've been waiting here for 3 whole days already. 3 days? Seriously? You know what? No thanks. I don't pick on idiots. Well then, fight me and we'll see who's the idiot. How did you know that we'd be here? I'll tell you if you can beat me. You want to join the fun too? No. You all go ahead. Huh? Why? What a shame. Looks like the illustrious Flamebringer won't be helping you this time. Thanks for the concern and all, but maybe you should be worrying about yourself. Big tree to your right, big rock to your left, and a cliff right behind you. Which one's gonna get you this time, eh? Not today, furry ears. Check this. Taking me seriously yet? Oh, so strong! What the? How did he do that? Thunderbolt Zeke. Tantal's most powerful driver. And its Crown Prince. Crown Prince of Tantal? This guy? It is quite the rare opportunity to see his swordsmanship firsthand. Now this is more like it. Ooh, come on. Yeah, keep it coming. That's it? That's all I get? Oh, fine. Anyway, ready to concede defeat to the Zekinator? As if. We're only just warming up, you pompous ass. I'm right with you. Let's show him what we got. Yes! Let's see if the Aegis is worth the hype! Hiyah! Gott, ich komme gerade erst aus einem harten Kampf. Hoffentlich ist er leichter. Jetzt habe ich ja sie mit. Kann ich nur 2 Leute? Warum eigentlich? Nee, beitreten. So geht das. Okay. Na dann, wird schon. Level 35. Ach, das kann gehen. Guck mal, er ist schon hart am Schwanken. Gleich kippe ich ihn um, ich werfe mal ein bisschen. Jetzt. Okay. Meine Klinge zu Ort spann ich. Rechtzeitig nicht ready, leider. Sonst hätte ich ihn wirklich leider. Mal gucken, was ich jetzt hier für Elementarkundes machen kann. Ja gut, mit Epidemie. Wie geht das? Kann ich auf Wind gehen gleich? Ah, und sie hat ja auch Wind. Aber ich bringe mich schnell mal auf Stufe 3. Soll nicht so lange dauern. Okay, los geht's. So, ich mache mal wieder Wasser so, das hat ja eben geklappt. Mit Epidemie warte ich aber noch ein bisschen. Schön, wenn jemand ihn jetzt hier einmal zum Schwanken bringen würde. Ja komm, Epidemie, machen wir jetzt. Die Heilung hol ich mir. Ja.
klappt das nicht mit den Effekten wie umwerfen und dann. Ah, ja, nee. Haut bei ihm nicht so hin. Ja, das hat er gespürt. So, lass jetzt auch spielen. Yes. Let's keep it up. Magnificent. Hit it, no. Prominence, revolt. Tora, keep up. Tora, right here. Yes. Happy crashing blow. Magnificent. Nia's turn. On it. And yourselves. Magnificent. Yes. Ordentlich Damage. Hallo, alle. Was ist los? Not bad, chum. Right back at you. Impressive. Didn't think I'd ever see another driver and blade on Morag and Bridges level. You're still holding back. Where's the Aegis's true power? Mithra's power is only for fighting bad guys. Oh, that's so sweet. So I'm a good guy now, is that it? Am I wrong? I like your attitude there, chum. Well, that's an Aegis's driver for you. How did we do, Your Highness? Sure, you pass. I think we can just about let you into the Praetorium. What the hell? I've been working for Indel for a while now. A kind of special envoy. They asked me to keep an eye out for the Aegis. Actually, I volunteered to. You know how it is. I'm jolly sorry for testing you like that. We were planning on getting this over with in one encounter, but His Highness has the most awful luck, so... Yeah, I think I got that. What are you talking about? Everyone has bad days, right? Why me? There he goes. Bad luck indeed. Should we go rescue him? Nah. He'll find his own way back up somehow. Let's just board the ship. Did you say something? Oh, no, nothing. Your audience with the Praetor is scheduled for tomorrow. Before that, maybe you'd all like to have a look around? See the sights of Indol? Sounds like a pretty rare opportunity. Yeah! Let's look around city! Tora want to see everything! What are we, tourists? There's no harm in that, is there? This would be a first for me, too. Right. You were a bit big to go running around Indol before now. Oh, that's a funny image.
Oh, schnell wieder austauschen. Ja, besser. So. Oh, ich glaube, da oben gehe ich noch hin. Wow, world has many amazing places in it. We discovered good place. No more blades, no more war. What does that mean? That, my fuzzy-eared friend, is an anti-blade protest. The refugees have really been going at it since last year or so. Whoa! Where do you come from? What do you do? Swim, yeah? Did blades do something wrong? The Praetorium is single-handedly responsible for doling out core crystals to other countries. Though, sometimes the likes of Dougal and Banna grab a piece of the pie. Therefore, Indol has the power to control war itself? That's one way of looking at it, at least. But war is about much more than just blades and drivers. I know that, and you know that, but that doesn't mean they're gonna accept it. I guess so. There's a lot of Gormoti here. They fled the Gormoti War 10 years ago. But here they are, refugees still. Yes, they're a funny old lot, you know. We feed them, we water them, and this is the thanks we get. Don't these ruffians know that manners cost nothing? I swear, you lend these people a hand and they want the whole bloody arm. It's easy to disregard things beyond your control. And direct your anger at targets closer to hand. Do you have something to say? Not really. Out with it, Rex. Morardain's Titan. It's dying, and everybody knows it. That's why they... Why you need Gormot. Our population is large. Larger than Uriah's. But you don't have the resources to support all those people. You are astute for someone so young. Us salvagers pick up more than just artifacts. I'm not daft. I know fine words alone won't change reality. So you seek Elysium. Is that wrong? No. I was just reminded how young you are. Still, if it's Rex, or people who harp on about justice with no solutions, I'm betting on Rex. I must admit, I do respect the boy's drive. Ah, I'm just stumbling my way forward. Okay, Leute, und hier machen wir Schluss. Das war's mit dem Stream. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte auf jeden Fall welchen. Und beim nächsten Mal machen wir wahrscheinlich ein paar von den Nebenquests. Schon wieder die falsche Taste gedrückt. Ey, uff, ich kann mir das nicht merken. Und wer es auf YouTube sieht, gerne liken, teilen, kommentieren, abonnieren. Und was haben wir hier? Missionsbuch. Guck mal, wir haben hier ordentlich ein paar Missionen jetzt aufgesammelt. Ich glaube, da muss ich ein bisschen was machen. Beim nächsten Mal machen wir das zusammen. Also, tschüss!